Radio check. Radio check. Positiv. Du klingst scheiße. Ja? Nein, gerade versucht Pestor gleichzeitig mit mir zu sprechen, dann wirst du nur Rauschen empfangen. Okay. Du konntest mich jetzt also normal verstehen? Ja, jetzt. Ja, ja, okay. Nee, man darf nicht zwei gleichzeitig funken. Pestor, bist du da? Ja, ja. Alles klar. Data Link? Ich gehe auf Commander One. Ich bin Wingman 2. Das heißt, ich nehme dann 3, oder was? Ja, am besten auf Wingman 3. Habe ich nicht gepasst, oder warum sehe ich niemanden auf dem Adress? SATFL ist off. Ist der an? Positiv. Okay, ist an. Was muss ich denn einstellen, damit das Abriss nicht so überstrahlt? Links ist der Brightness-Knopf. Ah. Aber ich habe gerade beim Flug schon herausgefunden, du musst auf jeden Fall auch an der Helligkeit des NVG arbeiten. Vollhelligkeit funktioniert einfach nicht mit dem Abriss, selbst wenn du es ganz runter machst. Also ich kann es eigentlich lesen, wenn es ganz runter gedreht ist. Okay. Das ist definitiv bei mir nicht der Fall. Was hast du denn sonst an Beleuchtung an? Alles aus. Ist nur die Cockpit Blue Leuchtung für NVG enabled. Wo ist denn der Knopf? Rechtes Panel, ganz rechts. Zweiter von rechts. Also wenn du es ganz runter drehst, kannst du es schon lesen, aber es kommt auch auf den Hintergrund an. Ich war gerade in so einer Bergregion, da ist das alles weiß gezeichnet im Abriss und dann konnte ich nichts mehr erkennen vom Kontrast her. Ja, das liegt ja einfach an dem Schwarz-Weiß. Na, nicht ganz. Also ich habe das NVG weiter heruntergedreht und dann konnte ich zumindest sowas wie Scala wieder auf der Map lesen. Ja, wie drehst du das denn runter? Mittelpanel hinter dem Stick, der linkeste Controller ist HMS. Brightness. Ah. So, und dann hast du auch für SAI, für ADI und noch wesentlich mehr Knöpfe, die du einstellen kannst, am hinteren Panel unter anderem. Ja, aber ich glaube, so richtig gut wird das eh nicht mit dem Abriss. Also ich habe eine Einstellung gefunden, die wirklich gut ist. Aktiviert auch einmal euer Schwall, um zu testen, welche Brightness ihr dort einstellen müsst, damit ihr das erkennen könnt unter NVG. Na, was willst du denn da erkennen? Den Inhalt vom Schwall. Ja, aber es war alles dunkel. Ja, weil es off ist. Nee, nee, also ich kann schon die Zeichnung und so sehen, aber der Rest ist halt fast schwarz. Ja, du kannst ja einmal Schwall an Cage machen, um irgendwo hin auszurichten, um zu gucken, ob das dann beim Hintergrund, wenn du auf dem Ground zielst, immer noch funktioniert. Aber sehen kann man da im Dunkeln ja eh nicht. Also mein Schwall ist aus. Ja, meins auch. Ich bin gerade mal am überlegen, welcher Knopf hier im Hot immer noch nicht geschaltet ist. Also welcher da vielleicht auch noch fehlt. Hast du auch schon wieder gerade drüber geredet? Ich checke gerade, welcher Schalter eventuell bei HOT hier auch noch nicht geschaltet ist, dass das Waffensystem hier nicht ganz korrekt läuft. Das läuft. Nein, negativ, hier nicht. Du musst nur O drücken. Nein, negativ.
Ah, alles klar. Bist du jetzt so ein Arsch und sagst es mir nicht? Ich glaube, du wirst dasselbe Problem haben wie ich, weil wir tolle Joysticks haben. Der Throttle ist down gewesen. Dann hatte natürlich das über den EEG das ganze System keinen Strom gehabt. Jetzt ist das Cockpit hell. Ja, ja. Der mittlere Knopf hinter dem Stick im mittleren Panel ist dann für Schwallhelligkeit. An sich kannst du das komplett runterdrehen, ne? Na, ich mach's so zwei Stufen rauf, dann kann ich tatsächlich auch die Unterschiede von dem Hintern des Kamovs, den ich gerade anvisiere, erkennen. Na gut, ich guck nur in die Nacht. Ja, wie gesagt, also richte das ruhig mal auf irgendetwas aus, um zu gucken, wie du vielleicht den Boden dann auch teilweise erkennen kannst. Ja, das sieht ja eigentlich okay aus. Im Notfall kannst du ja dann bei Operation noch feintunen. Ja, wenn das Hovering funktioniert, ja. Wo war denn eigentlich der Knopf für die Konsolenbeleuchtung? Müsste hinteres Panel sein. Ja, da sehe ich ihn gerade nicht. Hintergrund. Na. Helligkeitsregler für Hintergrundbeleuchtung für Cockpit-Panels ist der rechte Drehregler, hinteres Panel ganz unten. Da steht beim Panel auch Cockpit Panel Lights Brightness. Ich suche gerade die Instrumentenbeleuchtung, ne? Ja, der ist mit dafür. Es gibt nur ein paar Instrumente, die abgekoppelt davon sind. Der Kram ist aus. Ihr sprecht gerade wieder gleichzeitig. Ich sagte, der Kram ist aus und ich finde den Knopf nicht, wo er angeht. Ach, die generelle. Das ist NVG. Also rechtes Panel, Knopf, untere Leiste, ganz rechts, zweiter von rechts. Ah. Das Universe Radio hat bisher eigentlich nur Nachteile. Ich dachte, du wärst so ein Fan von realistischem Funk. Ja, schon, aber im Moment stehen wir ja nur auf dem Boden. Das gehört ja dazu. Okay, ich steig schon mal in die Luft.
schalte Formations- und Blade Lights an, damit ihr mich besser sehen könnt. Ja, mal ja. Okay, ich bin auf das Ziel ausgerichtet. Ich habe eine relative Höhe von 220. Wie schaut's aus? Wo kriegt man denn das Formationslicht an? Oben links. Also oberes Panel. Beziehungsweise, Moment, das ist Nerf Lights. Formation Light müsste dann neben dem Blade Tip Lights sein. Rechtes Panel. Aber ich glaube, ich meinte die Nerf Lights. Ja, ich habe Formationslichter und Nav-Lights beide angemacht, sicherheitshalber. Ja, das ist echt besser, weil dann sieht man sich wesentlich. Genau. Ich bin auch ausgerichtet. Ich sehe aber keinen. Was wollt ihr denn jetzt sehen? Ich dachte vielleicht die anderen Hubschrauber. Wollen wir dann? Ist Pest auch soweit? Ja, ich habe nur keine Navigationspunkte und nichts. Du kannst in den ersten Waypoint einschalten. Irgendwie springt die Nadel aber immer hin und her, ist das normal? Nein. Ist denn im PVI jetzt Waypoint 1 aktiviert? Nein, ich habe auf 1 gedrückt und oben rechts steht auch 1. Und links leuchtet WPT. Jo. Und du bist im Route-Modus. Im Route-Modus? Ja. Wo sehe ich das denn? Oben im Panel leuchtet an der zweiten Reihe, an der zweiten Column, N-Route Course. Nee. Das ist, glaube ich, Taste R. Bin mir aber gar nicht mehr sicher. Ja. Jetzt steht das da. Alle Autopiloten aktiviert? Ja. Richtet sich deine Maschine aus? Nee. Weil du noch auf dem Boden stehst? Nee, ich war eigentlich im Hovern schon. Ist denn der Hover-Modus an oder ist der off? Ne, jetzt steht da nur noch A, seitdem ich R gedrückt habe. Ja, das ist richtig. Bist du vielleicht schon auf diese Nadel ausgerichtet? Nee. Die Nadel, die schwankt auch die ganze Zeit um 30 rum. Ich meinte eher den Diamanten auf dem HUD. Ja, das kann sein. Ja, bin ich. Ja, dann bist du auch ausgerichtet. Ist alles gut. Bei mir schwankt die Nadel im HSI übrigens auch. Ich weiß gar nicht, was zeigt die denn an? Also prinzipiell normalerweise die Richtung zum Waypoint, aber in diesem Fall zeigt sie wahrscheinlich irgendwas anderes gerade. Genau. Dann ist aber alles okay. Ich gehe auf eine Geschwindigkeit von 200 Stundenkilometer.
Höhe? Circa 220. Ich fliege gerade an einem von euch vorbei. Meine Abrisse echt nicht lesen. Ja, das ist von Vorteil, wenn du kein Hit-Tracking hast, weil dann ist es weiterhin bunt. Das versteht sich jetzt irgendwie nicht. Naja, wenn du gerade ausguckst, dann ist das nicht mehr in dem View von dem Night Vision und deswegen ist es einfach bunt. Ja, das soll mit Hit-Tracking nicht möglich sein? Naja, du musst dann schon irgendwie den Kopf nicht bewegen, ne? Genau dasselbe, was du quasi tust. Nee, ich kann meinen Kopf bewegen. Ja, ich kann den auch bewegen und es trotzdem im Bund sehen. Dieses Nachtsichtgerät ist echt für den Arsch. Na, die Geräte sind einfach ein bisschen zu komplex, die du hier drin hast. Ich glaube, es hilft auch nicht, dass das Terrain einfach so ein Matsch ist. Fliege ich jetzt ganz vorne? Ich kann nämlich keinen von euch sehen vor mir. Ich müsste die Spitze übernommen haben, theoretisch. Na, irgendwer fliegt unter mir lang. Wir fliegen direkt nebeneinander momentan. Ja, 251 kommt ja schon. Ich hänge zurück. Ja. Du fliegst fast direkt unter mir, du solltest jetzt nicht aufsteigen. Okay. Ich versuche vor allen Dingen eine Radarhöhe von 220 zu halten. Aber der Stern hier sieht schon cool aus hier mit dem PG. Ich finde es aber auch merkwürdig, ich habe auch Höhe halten drin und die Höhe interessiert ihn irgendwie gar nicht. Das ist alles 20%. Du musst natürlich schon eine vernünftige Collective-Einstellung haben. Außerdem gibt es einen separaten Höhentrimmer. Die Taste F tut das. Und du kannst den Höhenautopiloten schalten auf barometrisch oder Radar oder selbstentscheidend. Ja, was ist denn die Anzeige, die ich im HUD habe? Unten rechts siehst du, ob du über oder unter der gewählten Höhe bist. Die Anzeige rechts im HUD hat ein P, wenn du auf Radar bist. Ja, oben rechts, ja.
Nächster Wegpunkt erreicht. Jetzt sollten wir langsam runtergehen, ne? Okay, ich versuche dann eine Höhe von 100 Metern Radar zu halten. Okay. Ich sehe mich schon gleich im Strommast hängen. Ja, auf welcher Höhe sind die denn? Also bei 60 oder 80 Meter habe ich immer noch eine Chance dagegen zu knallen, aus Erfahrung. Vorgehen. Ihr habt gleichzeitig gesprochen. Ja, geht's hier jetzt los oder fliegen wir zurück? Wir müssen erstmal diesen Hold Point, Waypoint 4, erreichen. Der liegt noch 2,6 Minuten bzw. 10 Kilometer voraus. Okay. Ray, was meintest du? Holt es aber die 3. Nee. Ja. Ja, okay, wir fliegen ja jetzt schon wieder zurück. Also ich flieg drauf zu. Nee, wir haben so ein... so einen Bogen gemacht und fliegen wieder zurück jetzt. Ja. Okay. Ich komme zurück zu 3. Im Briefing steht eindeutig 4. Ah, das ist die russische 3. Ich habe aber Nummer 3 auf meinen Abriss jedenfalls. Aber das Navigationsgerät ist schon ein Traum. Da ist die Huey und die Mi 8 etwas manueller. Ja, ich meine, so im Vergleich mit dieser Su 27, wo du einfach mal alles durchschalten musst, bis du irgendwo bist, das nervt einfach. Ich könnte mir vorstellen, dass das einfach der Flaming Cliffs Faktor ist. Das denke ich auch. Also das Ding als DCS-Modul muss auch richtig geil sein eigentlich. Also ich wäre bereit. Wenn du 3 erreicht hast, dann Position halten. Wenn... ja, komm. Wenn du 3 erreicht hast, dann Position halten. Muss ich einfach R drücken, um diesen Modus auszumachen? Wenn du den Hover-Modus, also linkes Alt-T gehst, wird er auch schon automatisch deaktiviert. Okay. Ansonsten ja. Was sollen wir denn jetzt ausräuchern? Dieses Haus. Weiß nicht. Wo
Wobei, es hieß, wir sollen auf Anweisungen warten von Udaf One. Oder so ähnlich. Na dann. Kannst du den anpumpen? Ich flieg erstmal nochmal zu 3 zurück. 2 Minuten, 8 Kilometer. Das mit dem Hover-Modus hat nicht funktioniert gerade. Wieso? Na, du musst erstmal diesen Navi-Modus ausmachen, sonst macht er keinen Hover. Doch. Also du schwebst gerade direkt vor mir, perfekt. Ja, jetzt bin ich auch im Hover, aber ich musste erstmal den Navi-Modus ausmachen. Wenn mein Datalink funktionieren würde, würde ich dir die Position des Ziels schicken. Kannst du eine Leuchtrakete abfeuern? Ich guck mal, ob ich welche dabei habe. Ich meine, theoretisch könntest du doch auch die beleuchten, oder nicht? Das muss ja so ein alleinstehendes Haus sein. Positiv. Ich hab's direkt vor mir auf 250. Und Wolf schießt gerade rechts an mir vorbei. Echt? Weil ich bin immer noch 30 oder 300 Meter entfernt vom Ziel. So, jetzt... Oah!